Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Sexskandal in der Linkspartei weitet sich aus. SPD-Spitze trifft sich mit dem ukrainischen Botschafter. Angriff auf das ZDF-Team, Staatsanwaltschaft setzt auf DNA. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 19. April. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann verlangt von Bundeskanzler Olaf Scholz eine klare Positionierung, wie er die Ukraine unterstützen will. Mehr Geld ist noch nicht die Lösung, aber ein sehr wichtiger Schritt, weil das für die Ukraine Voraussetzung für den Kauf schwerer Waffen ist. Nun müsse Scholz blitzschnell mit der Ukraine die nötigen Absprachen treffen, sagte sie der Stuttgarter Zeitung. Nach erneuter scharfer Kritik des ukrainischen Botschafters Andriy Melnyk an der Russlandpolitik der SPD will sich die SPD-Spitze ein weiteres Mal mit dem Diplomaten treffen. Bereits am 6. April hatte es ein Gespräch mit dem Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil gegeben, wie Melnyk mitteilte. An diesem Mittwoch sei ein weiteres Treffen vereinbart. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gerät wegen ihrer Russland-Kontakte immer stärker unter Druck. CDU-Außenexperte Norbert Röttgen legte der SPD-Politikerin nun den Rücktritt nahe. Wenn die zuletzt in Medien beschriebenen Sachverhalte zutreffen, dann kann Frau Schwesig nicht im Amt bleiben. Das ist völlig ausgeschlossen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Berliner Bischof Christian Stäblein hält Waffenlieferungen an die Ukraine für nachvollziehbar. In der rbb-Abendschau sagte er, ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass es für mich zynisch wäre, wenn wir Menschen schutzlos der Gewalt gegenüber einfach ausgesetzt sein lassen. Also die Hilfe, die möglich ist, müssen wir jetzt auch liefern. Und gleichzeitig festhalten an der Sehnsucht, dass es am Ende um einen Frieden ohne Waffen geht, sagte der Bischof weiter. Umweltsenatorin Bettina Jarasch will das sowjetische Ehrenmal in Tiergarten aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht verändern. Einen Vorstoß aus der CDU-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses, die Panzer zu entfernen, wies sie zurück. Hier gehe es um das Gedenken der Toten des Zweiten Weltkriegs. Diese Gedenken bleiben bedeutsam auch in seiner historischen Gestalt, erklärte Jarasch. Das Ehrenmal für die in der Schlacht um Berlin getöteten Soldaten der Roten Armee, das im Treptower Park steht, ist bereits das zweite Mal nächtlichen Vandalismus zum Opfer gefallen. Der für die politischen Straftaten zuständige Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt Abgeordnete und Ministerien derzeit ausdrücklich vor russischen Cyberangriffen und Desinformationskampagnen. In einem aktuellen Schreiben des Amtes an die obersten Bundesbehörden und Bundestagsfraktionen heißt es, politische Entscheidungsträger in Deutschland, ihre Mitarbeiter oder Beschäftigten der Verwaltung könnten direkt oder indirekt zu Zielen werden. Nach den Vorwürfen sexueller Belästigung innerhalb der hessischen Linken haben sich weitere mutmaßliche Betroffene gemeldet. Solid-Bundessprecherin Sarah Dubiel erklärte, es hätten sich 20 Personen aus mehreren Landesverbänden gemeldet, die von sexistischen Übergriffen berichten. Die neuen Vorwürfe betreffen auch Bundespolitiker, so Dubiel. Der Bundesvorstand der Linken kommt am Mittwoch zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammen, um sich mit den Vorwürfen zu beschäftigen. Fast zwei Jahre nach dem Angriff auf ein Team der ZDF-Satire-Sendung Heute Show am Rande einer Corona-Demonstration hat das Landgericht den Ermittlern erlaubt, von den sechs Verdächtigen DNA-Proben zu nehmen. Das berichtete die Berliner Morgenpost unter Berufung einer Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft. Die Berliner CDU fordert eine möglichst schnelle und dauerhafte Ausstattung von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten mit Bodycams. In den meisten Bundesländern und bei der Bundespolizei würden die Körperkameras schon seit Jahren genutzt und hätten sich überall bewährt, heißt es in einem CDU-Antrag für Berliner Landtag. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, hält Lohnanpassungen als Ausgleich für die stark gestiegenen Preise für absolut notwendig. Das sei auch deshalb wichtig, damit der Konsum weiterhin aufrechterhalten werden kann. Denn wenn das nicht passiert, dann werden die Unternehmen Schwierigkeiten bekommen und die Arbeitslosigkeit wird steigen, sagte Fratscher im Deutschlandfunk. Der Chef der Berliner Tourismusgesellschaft Visit Berlin, Burkhard Kieker, ist zufrieden mit dem Osterverkehr in der Hauptstadt. Ich würde sagen, wir sind zurück auf normal, sagte Kieker am Dienstag im rbb-Inforadio. Demnach habe sich der Tourismus über die Feiertage wieder auf dem Niveau von Ostern 2019 eingependelt. Der Chef des Deutschen Branchenverbandes der Luftfahrtunternehmen rechnet wegen höherer Betriebskosten mit steigenden Flugticketpreisen.
Ich gehe davon aus, dass Fliegen teurer wird, sagte der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft, Peter Gerber, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Zahl der Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen ist 2021 in Berlin auf ein Rekordhoch gestiegen. Insgesamt 28.595 Wohnungen ließen die Besitzer umwandeln. Der Wert lag damit deutlich höher als in der Vergangenheit. Das teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf Anfrage mit. Und damit zum Wetter in der Dreitagesvorschau. Am Mittwoch zeigt sich der Himmel überwiegend bedeckt und es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen von 16 Grad. Der Donnerstag bleibt bedeckt und trocken bei leicht abfallenden Höchsttemperaturen von 13 Grad. Auch der Freitag bleibt überwiegend bedeckt und trocken. Die Temperaturen steigen wieder leicht auf 16 Grad an. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.